Ja, und den auch. Arcane Lizard in a Bottle, okay. Direkt mal austauschen. Wo hab ich den anderen Lizard in a Bottle hingetan? So, also Gold, Tungsten. Okay, alle brauchen irgendwie mal ein System. Eisen, noch mehr Eisen. Tin. So, Erz. Rubin. Oh, Rubine haben wir gar keine, oder wie? Rubine? Rot? Nee, ich glaube, Rot haben wir so gut wie nix. Nee. Ein Amethyst habe ich noch gefunden. 14 Tungstenbarren. Oh, jetzt müssen wir verdammt wenig davon. Warte mal, ich gebe dir mal schön die Schneeballkanone. Es ist doch wahrscheinlich eh bloß. Ja, awful snowball cannon. Ja, kannst wenigstens probieren, ob die funktioniert. Moment, da muss ich mal so ein paar Schneebälle machen, manchmal einmal 10. Ich stehe mal auch so halb vom Haus hin. Ja, funktioniert. Ach, alles klar. Ja, wenn wir die nachher reforgen, wird es vielleicht sogar was ganz Anständiges. Ja, die macht jetzt 3 Damage. Das wird, glaube ich, auch nicht so viel was Besseres. Also. Bezweifle ich auch. Die Zahn, du musst sie wahrscheinlich mal ziehen, ja, da kommt nichts raus. Guck mal, hast du meinen Baby-Pinguin hier schon gesehen? Ja, jetzt schon. Warum läuft denn der so komisch? Der läuft mir halt hinterher, in einem gewissen Radius. Der läuft mir nicht komplett hinterher. Ja, ja, aber der sieht so aus, als würde er auf Holz schlittern. Der sieht generell so aus, als würde er schlittern. Okay. Das Steinblöcke habe ich auch viel zu viele. Oh, Snowbricks und Icebricks gibt's. Okay, wusste ich nicht. Weg mal benutzen hier. Ups, da bin ich voll an meinen Pop-Up-Blocker gekommen. Das hat man sogar gehört. Ja, ich weiß, ich sehe es noch in der Tonspur. Icebrick Wall. Ja, das nächste, was ich mir kaufe, ist eine Spinne und ein gescheiter Mikrofonständer. Was, Drogen? Lol. Du hast den Pinguin eingesperrt. Ja. Wie geil das aussieht. So, mal gucken, wie der jetzt gleich zu dir fliegt. Whee. Aha, alles klar. Ja. Aha, okay, auf jeden. Der fliegt einfach durch alles durch, das ist nice, ne? Alter, wie das gerade aussah, weißt du, der macht so Superman-like. Ja, ich weiß. Ist aber so, fuck this shit. Gedenken an unsere gefallenen Seelen. Ich hab das mal umgesetzt. Nein, nein, da hab ich's schon. Oh, ein Eskimo-Haus. Huch. Und ich bin ein Trottel. Ich habe keinen Platz für Fenster gelassen. Ach so, warte mal, ich muss meiner Geschichte vorhin noch was sagen. Welche Geschichte? Die mit MMOga. Ach so. Wieso? Und zwar, ich musste mir ja das Spiel dann nochmal neu kaufen, ja? Habe ich dann auch Mojang gemacht. Und dann, ich habe ja meinen YouTube-Usernamen halt als Usernamen für Minecraft. Mhm. Ist ja klar, ist ja normal. Ja, war schon vergeben. Nee, den hatte ich ja schon davor. Ja. Als ich den Code bei MMO hatte. So, da habe ich mir halt das Ganze nochmal gekauft über den gleichen Account und konnte dann meinen alten Usernamen nicht benutzen. Ja, das meine ich ja. Der Username war schon vergeben. Ja. Aber ich versteh's nicht, weil ich hab's ja über die gleiche E-Mail gekauft, ja? Tja. Also, war halt ziemlich komisch. Und, ja. Hab ich jetzt aber trotzdem wieder zurück. Gott sei Dank. Weil anderen Namen hätte ich gar nicht benutzen können. Oder wollen. Trottel.
Ja, also nicht du, sondern ich, Trottel. Ja, ja. Ich versage gerade im Hausbau. Ein bisschen. Oh, Mann. Ja, aber man muss sagen, bei MMO kriegst du halt Spiele teilweise so krass günstig. Ja, ich frage mich aber halt irgendwie immer, warum die bei denen so günstig sind. Und dann denke ich mir so, irgendwas geht nicht mit rechten Dingen zu. Ja, da dachte ich mir auch, aber ich habe da mal so einen Artikel gelesen halt. Da stand drin, durch die Menge halt. Naja, nicht nur durch die Menge, die machen das auch, indem sie keine Zollgebühren bezahlen müssen und sowas. Das ist dann halt schon arg grenzwertig, sage ich mal. Ja, ich nehme auch an, die kaufen das einfach in einem Land, weißt, wo es halt in Euro umgerechnet nicht so teuer ist. Ja, klar. Zum Beispiel in den USA. Oh, fuck. Ja. Obwohl die ja in Japan sind oder so, ja. Aber ist ja auch egal. Und dadurch, dass sie halt keine Zollgebühren zahlen müssen, die können das ja hunderttausende kurz per Mail verschicken, sozusagen. Ja, schon klar. Und dann? Aber eigentlich müssten sie halt Zollgebühren bezahlen, wenn es genau nimmt. Das ist so das, was ich meine, weswegen es nicht ganz koscher ist. Da sie in Deutschland verkaufen, müssten sie eigentlich Zollgebühren bezahlen. Na, ist immer so eine zweispaltige Sache irgendwie. Aber viele benutzen es halt hier, weil ich habe Saints Row 4 mit dem DLC für 23,99 gekauft. Ich meine, es ist nix. Ich benutze ja auch Keyshops, deswegen werde ich da auch nichts zu sagen. Also dich nicht verurteilen oder sowas, deswegen. Ist einfach nur, eigentlich ist es wie gesagt nicht so ganz, was man machen sollte. Mehr ist es eigentlich auch nicht. So, hast du mal eben 35 Gold für einen Mini-Shark? Für einen Mini-Shark? Ja. Muss man mit dem Armstealer reden. In Mini-Shark. 33 bis 20 Chance, um Munition nicht zu verbrauchen. Halb High, halb Pistole. Einfach toll. 6 Fernkampfschaden, dafür soll ich dir 35 Gold geben. Ja, du musst dir mal angucken in der Wiki oder in einem Video, wie schnell das Ding schießt. Dann weißt du auch, warum das so ist. Okay. Wenn der dann auch gut geforscht ist. Oh, ich hab wieder ein Gold. Muss ich wieder mal ablegen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich leg gerade mein Gold mal in so eine Truhe rein hier. Das kannst du in die Piggy Bank ablegen. Da kommst nur du ran, da komm ich nicht ran. Das kann ich natürlich auch tun. Beziehungsweise kannst du damit auch dann, wenn du in eine andere Welt gehst und so, was da drin ist, das kannst du dort wieder rausholen. Piggy Bank. So. Ja, weil ich habe inzwischen 4,5 Gold. Weiß gar nicht, ich leuchte mal über 10, ich mal 11 Gold 99. Ja. Bin ich ganz so oft gestorben wahrscheinlich. Ja, daran liegt's. Wahrscheinlich. Superman Pinguin, go! Wie das aussieht, wenn du auf einmal so durchs Bild saust. Ah, ja, so. Woohoo! So, was ist denn unser nächstes Ziel? Ich weiß nicht. Wir müssten wahrscheinlich bessere Waffen kriegen und dann müssten wir uns am Crimson-Biom versuchen. Wahrscheinlich, ja. Oder eben die Wall of Flesh erstmal down machen. die ist da so der, ich glaube, der dritte nächste größere Gegner. Ja, erstmal kommt der Wurm, ne? Oder wir gehen Meteoriten. Ach ne, Meteoriten suchen ist jetzt doof, da würde ich erstmal gerne einen Obsidian-Skull haben. Und Obsidian können wir, glaube ich, noch nicht abbauen. Kann man eigentlich jetzt auf der Minimap sehen, wo der Meteorit ist, wenn wir schon mal da waren? Bezweifle ich. Ja, aber wenn der rechts ist, könnten wir das dann theoretisch sehen. Ich gehe einfach mal generell, ich wollte auch mal nach rechts ganz an den Rand gehen. So. Mach ich jetzt einfach mal. Vielleicht schaffe ich ja sogar so eine Unterwassertruhe zu öffnen. Okay, dann laufe ich dir mal hinterher. Hehe, jetzt kann ich schon wieder. Kann ich höher fliegen. Na, fuck. Wie darf ich eigentlich wieder 500 Meter Abstand zu dir? Ja. Kein Problem, die hole ich auf. Superman Pinguin fliegt die ganze Zeit durch die Gegend. Huch. Ah, sehr gut. Die Dryade. Oh, lol.
gewartet mal kurz, ich hab mir mal kurz eine Kiste geöffnet. Und ich dachte gerade, der Pinguin wäre ein Feind. Nee. Ah, der fliegt halt immer so rum. Ah, Pinguin-Attacke. Oh fuck. Das nervt mich jetzt schon. Einfach mal so eine Schneewand so. Hier vor mir. So. Ja, noch mehr Eisen. An der Oberfläche schon. Ja, ja, dreimal Eisen an der Oberfläche. So, also hier ist wieder normaler Wald und so kommt es gleich wieder Crimson. Ne, eigentlich nicht. Eigentlich soll es nicht mehr als drei Crimsons in einer Welt geben. Laut okay. Wiki ist es in der Medium-Welt super unwahrscheinlich. Da unten ist auf dem Zeug. Dass ja, man kaputt schlagen könnte. Oh. Na? Ich hab grad schon einen aufgemacht, kannst du gerne nehmen. Achso. Eisenhauttrank. Uninteressant. Wüste. Das hat weniger Damage. Ach stimmt, das war ja auch mal irgendein Terraria-Update, so, wo alle Kakteen Damage gemacht haben, ne? Alle. Oh, das kannte ich noch. Jeder Kaktusblock. Ich glaube, das war eine Sache, die mich damals extrem genervt hat. Vor allem nicht viel, einfach nur Damage und du bist zurückgeflogen. Und da war immer so die Frage, warum, Leute, warum? Was ist das denn? Asgeier? Ja, die waren bei mir gerade noch nicht da. Die sind zwischen uns gespawnt. Nice. Oh, ich habe den Dungeon gefunden. Der steht halb unter Wasser, der wollte mich doch verarschen, oder? Oh nö. Ey, ehrlich, was ist das denn für ein Dungeon-Eingang? Fuck it! Ja, ich bin auch gleich da. Oh lol. Was ist denn für ein Dungeon-Eingang, ehrlich mal? Den Typen anquatschen. Nee, der geht eh bloß bei Nacht. Kannst gerne reinrennen, dann sterben wir glaube ich auch beide. Ich hab mir vorgenommen für diese Aufnahme nicht zu sterben. Ich habe jetzt 2 Stunden und 15 Minuten ohne überlebt. Unglaublich. Ja, aber war unbelievable. Was ist hier drin? Oh, ein bisschen laut. Oh, hier ist auch noch eine. Ich hab bloß ein paar Regenschirm. Sehr gut. Der ist lustig, da kann man schön rumfliegen. Ja, hatten wir auch schon mal einen. Ich glaub, stimmt. Ja, wir haben ja einmal fast alles verloren, oder im Prinzip alles verloren. Ja, war auch so. Ja, du gestorben bist durch die Falle und danach ich krepiert bin. Nee, irgendwie ein Slime hat uns am Rand von Lava angegriffen und wir sind in die Lava reingefallen komplett. Ja, so. Das ist nicht der Ozean, nur so nebenbei. Ja, ich hab's geschafft. Okay. Schaffst du es auch? Ja, ja. Hier sind irgendwie andere Bäume, habe ich das Gefühl. Oder sieht das nur für mich so aus? Nee, ich glaube schon. Die haben irgendwie andere Blätter, oder? Ja. Oh. Guck mal, Wüste. Strand. Ja, ist Strand. Ende der Map. Ich habe leider keinen Wasseratmungstrank. Ich auch nicht, deswegen solltest du auch nicht mit hierher kommen. Warum habe ich das Gefühl, dass das gerade ziemlich blöd war? Laufen, bist du schneller. Ich hab's geschafft, gerade so. Hab irgendwas mitgenommen. Ich auch. Scheinpotion. Also, was ich bekommen habe. Was zur Hölle? Was ist das? Was? Das, ich kann jetzt. Guck mal, ich kann jetzt. Moment, hier stehen und immer noch atmen. Geil. Das ist das. Oh mein Gott. Night Owl Potion. Das bringt's ja richtig. Sonst haben wir nicht so viel bekommen. Das war, glaube ich, wirklich das der Hauptding, was ich jetzt gerade bekommen habe. Pink Jellyfish. Hat irgendwas Besonderes? Ich glaube nicht. Pink Qualle steht bei mir. Pink Qualle. Ja, vielleicht mal ein Ghost. Ich glaube, da war keine mehr. Ich habe nur eine gesehen. Ich wollte bloß das Zeug noch einsammeln. Boah. Au, 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 au. Oh, das ist eine Krabbe. Aua. Blöde Mistkrabbe.
Die ist ja echt gemein. Ah, da kommt ein Hai. Oh, scheiße. Nur kurz weg. Oh, meine Güte. Aua, tut er weh. Der macht irgendwie 30 Damage oder sowas. Oh. Das war aber ganz schön knapp, ey. Doch, zwei Hits, ich wäre tot gewesen. Aua. Echt übel. Ah, irgendwie Tinbar habe ich noch bekommen, glaube ich. Ja. Sorry, dass du jetzt allein zurücklaufen musst. Egal. Bin ja gleich wieder da. Bist du so schnell, ja? Ja. Oh, da war ein Goblin. Ein Scout? Speer. Naja, ich warte eigentlich noch auf die Goblin-Invasion. Ich bring ihn mal um. Wir haben ja vorhin schon alle umgebracht, von daher. Nachtsicht-Potion, eine Licht-Potion. Irgendein sinnlosen Speer. Okay. Der ganze 8 Damage macht. Wuhu! Achso, und dieses blöde Ding kann ich immer noch weg tun. Kurz was nachgucken in der Wiki. Jo, mach. Brauch eh noch ein bisschen. Terraria.gamepedia.com, falls jemand fragt, welcher Wiki ich nachschaue. Es gibt ja auch so wenig Wikis. Es gibt sogar für Yu-Gi-Oh! Eine eigene Wiki. Ja. Kannst du ein Glasbett machen? Oh Gott. Warum? Ja. Ja. Ich stelle mir gerade vor, wie es zerbricht. Wir brauchen eine Sawmill, alles klar. Wood, Iron Bar und Chain, das haben wir doch schon alles. Ja. Meinst du, wenn du aufs Glasbett drauf springst, dass er kaputt geht? Entweder das. Ja, entweder das oder halt eben, ja, bei gewissen Tätigkeiten. Ach so. Woran du wieder denkst? Ja! Alter, du bist so ein schlimmer Finger. Da war's doch. Da ist doch die Sorme, die ich haben wollte. Oh, jetzt brauch ich noch den Loom. Um Silk zu bauen. Das ist einfach nur aus Holz. Und okay, da ist er. Loom. Oh, wie ich es jetzt schon wieder nicht hinkriege, ey. Blöder fliegender Fisch, ey. Wo hab ich denn die Dinger hingetan? Ah, da. So, einfach mal weglaufen. Ich will jetzt eine Robe bauen. Sehr gut. Oder irgendwelche komischen farbigen Banner. Na, Bett. Sehr gut. Autsch. Oh. Spawnpan has been set. Werde ich auch dahin teleportiert? Sehr gut. Juhu! Kannst du auch dein Bett Spawnpan setzen, wenn du magst. Yay. Also ich probiere es jetzt nicht aus. Wieso nicht? Vielleicht sonst krepiere. Wolltest du das nicht noch? Die Folge hast du nicht gesagt. Nein. Ich möchte eine Session ohne krepieren überleben. Ach, komm schon. Nee. Ist nicht so meins.
Ja, Iron wieder zurücklegen. Alter. Zombie, du nervst da unten. So, mal gucken, ob das Le-Bug-Problem behoben ist. Crafting. Damit noch irgendwas? Oder ob es an meinem Computer liegt, ist eher interessant. So, probieren wir mal. Das Video wird hochgeladen. Aha, okay, interessant. Bowl of Soup. Mhm. Fishbowl. Du kannst dir ein Fischglas auf den Kopf setzen. What the fuck? Warum? Mit einem Fisch drin? Weiß ich nicht. Wenn da ist ein laufender Fisch. Da sind drei laufende Fische vor uns. Ja, ich weiß. Das ist immer, wenn es regnet. Okay. Vor allem, wie schnell ein Pinguin auch eigentlich ist. Ja. Eigentlich. Nur wenn er mal laufen will. Nur wenn er mal will. Man verarscht mich doch nicht, du blöde Folie. Bleib im Mülleimer. Das ist ja halt schon wieder rausgefallen, ey. Meine Fresse. Macht sich selbstständig. Ja, ungefähr. So, eigentlich warte ich die ganze Zeit auf das blöde Invasion von den Goblins, aber die kommt nicht. Ich weiß nicht, ob wir zu schwach noch für sind. Könnte sein. Weil die hauen schon echt rein. Ich meine, Pizmeet hat sie zu sechs nicht geschafft. Oder zu dritt oder zu viert. Hey, du respawnst doch einfach wieder in dem ganzen Ding und darfst halt nochmal draufhauen. Ja, aber die waren schon in der ihr Haus drinne und die sind halt instant draufgegangen. Ja, die haben auch ewig spät reagiert und hat glaube ich auch keine wirkliche Ausrüstung. Wie viel haben wir jetzt an... Nein, nicht da. Da. So. Ich würde sagen, du kriegst jetzt mal das Crimtinge-Wert, oder? Kannst du mal bauen an unserem unten da. Dann solltest du auch vom Schaden her, was den Nahkampf angeht, auf einem besseren Level sein als ich. Was soll ich bauen? Das Schwert. Würde ich sagen. Hab ich das denn hingetan? Was ist denn das? Blattlastcluster. Das ist Blattlast- dieses rote Schwert ist das. Keine Ahnung, wie das auf Deutsch heißt. Kann sein, dass es Blattlastcluster heißt. Nee, das ist die Axt. Das ist mit 22 Nahkampfschaden. Ja. Aber die Axt und das Schwert haben 22 Nahkampfschaden. Ja, genau. Das Schwert, okay. Nur das Schwert ist halt schneller. Okay, ich habe nichts verzaubert drauf bekommen. Oh, besser als schlecht. Ich wollte jetzt eh nochmal dieses komische Auge spawnen. Vielleicht kann ich mir da auch noch so ein Schwert machen. Ja. Achso, ich sollte rauskommen. Wäre vielleicht günstig, irgendwie hochzukommen.